Mit dem Panzer zum Abschlussball, was in Deutschland undenkbar ist, macht diese Jungs in den USA zu den coolsten Typen ihres Jahrgangs. Knapp 1.000 Euro zahlen die beiden einem Sammler, der ihnen das Fahrzeug für den Tag ausleiht. Das Geld sammeln die Jungs vorher auf Social Media. Eine ziemlich lässige Aktion, doch die hat einen traurigen Hintergrund. Einer der Jungen teilte die Faszination für Panzer mit seinem Vater, einem Veteranen. Zusammen hatten sie auch die Idee für den Ball. Doch vor ein paar Wochen stirbt der Mann an einer Infektion, ausgelöst durch eine Parkinson-Erkrankung. Ein schwerer Schicksalsschlag für den Jugendlichen. Doch er will nicht aufgeben, will den Plan erst recht in die Tat umsetzen, zu Ehren seines Vaters.